CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei Licht betrachtet ist das Projekt der Europäischen Union sicherlich eines der großartigsten politischen Projekte der Neuzeit. Wir hatten noch nie das Maß an Freizügigkeit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Europa, wie wir es jetzt haben. Wir hatten trotz aller Rückschläge bei den beteiligten Ländern noch nie so einen Wohlstand, wie wir ihn heute haben. Und wir haben vor allem eins noch nie gehabt, so lange Frieden in Deutschland und in Mitteleuropa. Und ich weise nur darauf hin, in diesem Deutschen Bundestag sitzt wahrscheinlich kein Abgeordneter mehr, der sich bewusst an Krieg und Vertreibung erinnern kann. Und das ist eine Geschichte, das ist wahrlich nicht selbstverständlich. Und ich stelle das deswegen der ganzen Sache voran, weil wir es so oft als selbstverständlich betrachten, dass das so ist. Aber wir merken auch gerade in diesen Tagen, wie dünn das Eis ist, auf dem wir stehen. Wir beobachten die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Osteuropa, Krieg und Frieden in Nordirland oder auch die wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland. Und deswegen ist es gut und richtig, dass sich viele Menschen und viele Gremien Gedanken darüber machen, wie man dieses Europa weiterentwickeln kann. Es ist gut und richtig, es ist grandios, dass der französische Präsident sich hinstellt und in französischer Untertreibung sagt, er möchte Europa neu gründen. Wir teilen nicht alles, was er da vorgeschlagen hat. Es ist eine ganz wichtige Initiative. Und ich sage auch ganz ohne Ironie, es ist wichtig, dass sich ein SPD-Bundesparteitag mit sowas beschäftigt, auch wenn wir zu anderen Schlussfolgerungen kommen als die Vereinigten Staaten von Europa in 2025. Und es ist nachgradig die Aufgabe der Europäischen Union und Herr Tonka, Sie haben es angesprochen, so etwas zu entwickeln wie das Nikolaus-Paket, wobei wir uns wirklich freuen würden, wenn mit gleicher Initiative und gleicher Kraft auch die bestehenden Regeln durchgesetzt würden, wie neue Initiativen auf den Weg gebracht werden. Und wenn ich das jetzt alles so sage, Europa ist ein grandioses Projekt, alle machen sich gute Gedanken, darf man das dann überhaupt kritisieren? Ich bin so ein leidenschaftlicher Kritiker der Niedrigzinspolitik, der EZB und der Ankaufpolitik, und dann steht in südeuropäischen Zeitungen dann auch ganz gerne, Draghi darf man nicht kritisieren, die EZB darf man nicht kritisieren, Europa ist so toll, da sollte man sich zurückhalten. Nein, ich glaube, als leidenschaftlicher Europäer muss man Europa kritisieren und muss sich an dieser ganzen Sache reiben und muss sich damit auseinandersetzen. Und ich möchte, Sie haben es nicht so ganz zusammengefasst, Herr Tonka, wie es in Ihrem Antrag stand, es war mehr so Flughöhe 10.000 Meter, ich möchte einige Punkte aus Ihrem Antrag rausgreifen. Wir sind für die Bankenunion, wir wissen, dass die Bankenunion wichtig ist, aber trotzdem haben wir gesagt, wir haben irgendwann mal versprochen, keine Steuergelder mehr da rein. Und deswegen finden wir diesen Backstop nicht gut. Wir wissen, dass es uns nur gut gehen kann, wenn es auch den anderen europäischen Ländern gut geht und dass wir ihnen helfen müssen. Und trotzdem wollen wir keine Transferunion haben und wollen asymmetrische Schocks anders bekämpfen, als das die Union vorschlägt. Wir wissen, dass wir uns besser abstimmen müssen in der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und trotzdem sind wir der Meinung, dass ein europäischer Finanzminister, der bei der Kommission angesiedelt ist, zurzeit nicht das adäquate Mittel dafür ist. Und wir wissen, meine Damen und Herren, dass wir mehr investieren müssen in Bildung, gegen Jugendarbeitslosigkeit, in digitale Infrastruktur. Und trotzdem sind wir der Meinung, dass die EU in vielen Bereichen bisher den Nachweis schuldig geblieben ist, dass das effizient und effektiv auch geschehen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Kritik auch vorbringen. Und deswegen, Herr Tonka, stimmen wir in vielen, vielen Punkten mit denen überein, was Sie in den Antrag geschrieben haben. Aber wie gehen wir da jetzt mit um? Zwei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, Sie haben gesagt, ja, wir müssen der Regierung, die geschäftsführend ist, was mit auf den Weg geben. Besser wäre, wir hätten eine stabile Regierung, Herr Tonka. Besser wäre gewesen, wir hätten eine stabile Regierung. Und wenn wir eine stabile Regierung hätten, dann hätten wir auch 4 Jahre lang eine vernünftige Europapolitik machen können. Und meine Damen und Herren, eins ist richtig. Man kann sich darüber freuen, dass momentan keine zusätzlichen Gesetze gemacht werden, dass wir einen vorläufigen Haushalt haben und kein Geld ausgeben. Aber momentan passiert in Europa so viel wie nie und wir sind nicht handlungsfähig und deswegen ist dieses Haus ausgerufen, unter Zurückstellung der persönlichen Interessen und der Parteiinteressen möglichst schnell eine Regierung zu bilden. Zweite Bemerkung zu dem ganzen Vorschlag. Was machen wir denn, wenn die 26 übrig gebliebenen Staaten in Europa nicht unserer Meinung sind? Wenn die das anders wollen, sagen wir dann, lieber kein Europa als ein schlechtes Europa und setzen uns auf die Zuschauertribüne? Ist das die Option? Oder ist es nicht vielmehr unsere Aufgabe, nicht nur für unsere Position zu kämpfen, sondern auch dieses Europa zusammenzuhalten? Denn wenn das richtig ist, was ich am Anfang gesagt habe, dass das das großartigste Projekt ist, was wir bisher hatten, dann hat es doch auch einen Wert an sich, dieses Projekt zusammenzuhalten und weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, so, jetzt passt uns die ganze Sache nicht und jetzt setzen wir uns auf die Zuschauertribüne und machen nicht weiter. Meine Damen und Herren,
Es wird ja momentan in der deutschen Politik sehr viel von Haltung geredet. Das finde ich auch gut und richtig, dass wir über Haltung reden. Und zu unserer Haltung als Union gehört es dazu, dass wir auch dafür kämpfen, dass unsere Positionen durchgesetzt werden, in Respekt vor den anderen. Aber zu Haltung gehört auch für uns, dass wir den Laden zusammenhalten, dass wir Europa zusammenhalten, weil es ganz wichtig ist. Und dass wir nicht nur Europa zusammenhalten, sondern dass wir auch dieses Land zusammenhalten und diese Gesellschaft zusammenhalten. Und vielleicht heißen wir deswegen Union und vielleicht unterscheiden wir uns deswegen von dem einen oder anderen, der hier in den Deutschen Bundestag sitzt. Dankeschön. Vielen Dank, Ralf Brinkhaus. Nächster Redner in der